Hallo, hier bin ich wieder, euer Starus. Ich mache jetzt nur mal ein schnelles Video von dem Frankreich-Bereich. Ich werde wahrscheinlich das jetzt so zurechtschneiden, da jetzt, wenn ich die Scheine sammle, da ich die vorne weg habe. Und schon wegen meinem Highschool-Ding da von Tony Hawk, da muss ich echt viel rausschneiden. Das tut mir auch leid, dass das ein bisschen abgehackt aussieht. Aber ich kann natürlich anders bearbeiten. So. Ich werde jetzt hier mal eben versuchen, irgendwas hinzukriegen, um diesen Schein da zu kriegen. Und Entschuldigung, dass ich jetzt hier neu starte. Ich habe euch ein bisschen auch schon häufig jetzt erzählt in der letzten Zeit, da ich versuchen werde, Programme zu finden. Könntet ihr mir doch mal noch mal ein paar Videos schicken? So, 400 Mäuse habe ich auch. So, ihr fragt euch bestimmt, warum macht dieser Typ das hier gerade? Immer diesen neuen Starten. Dann sage ich euch eins: Ich habe echt keinen Bock mehr, immer wieder zu warten, bis die Zeit durch ist. Ihr habt ja gesehen, ich musste es zerschneiden. Ergo werde ich jetzt immer, wenn ich irgendwie was habe, mich so beeilen. Dass ich eben halt nicht mehr so stressig habe wie sonst auch immer. Entschuldigung, wenn ich mich komisch anhöre, aber es ist stressig, solche Videos zu drehen, Leute. Versucht jetzt selber mal so ein Video mit einer scheiß HD-Kamera irgendwie, also eine Hand-HD-Kamera, die für Bilder und alles um kann, mit automatischem Wackelschutz und. Ihr werdet selber merken, dass es scheiße schwer ist. So, ich bin auch gleich durch mit dem Video. Ihr werdet merken, dass es sehr kurz ist. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt hier so halb mache, weil ich auch keine Zeit habe, um irgendwie da jetzt großartig noch ein paar mehr dran zu hängen. Oh, sorry Leute, das waren 60.000 etwas. So, ich hoffe, dass ich den ersten Platz belege. Ich habe nämlich eigentlich vor, dieses Video mit ersten Platz zu belegen. Das wird knapp mit dem ersten Platz. So, wenn ich jetzt übersprungen habe. Wer das sehen will, muss schleunigst irgendwie das Video so punktuieren, also pausieren und, sodass er das sieht. Und ich starte doch lieber den Wettbewerb neu und zeige euch ganz und gar eine andere Sache. Weil es gibt eine Möglichkeit, Punkte zu machen, und zwar viele. Sorry, ich darf ja gar nicht springen. Ich soll euch vielleicht das erklären, dass wenn man diesen Trick macht, nicht springen drückt. Ich zeige es euch nochmal, Augenblick. So. Das würde ja, ich habe solche fertigen Finger im Moment. Ich mache es auch nicht sonderlich laut, weil bei diesen Spiel gibt es ja sowieso keine Leute, die sprechen. Was soll ich noch sagen? Ja. Ich werde auf jeden Fall demnächst, wenn ich mit einem neuen Let's Play wieder ankomme, ich glaube, ich werde auch Star Wars, werde ich rausnehmen. Also die Leute, die jetzt diese Videos angucken, ich werde jetzt erstmal diese hier hochladen von Tony Hawk und werde Star Wars einfach nochmal von vorne anfangen. Also wundert euch nicht, wenn ihr erneut mal bei YouTube reinguckt und die Star Wars Videos schlecht sind.
Oder nee, ich lasse sie drin wahrscheinlich. Ja, lasst mich mal reden, okay? Ihr werdet ja sehen, wie das ablaufen wird. Und ja. So. So, Wiederholung kann man sich auch ansehen, aber das wollen wir ja nicht. Ich will ja einfach nur euch zeigen, wie solche Wettbewerbe ablaufen können. Und da ich ja hier den scheiß Vorteil habe, dass ich auf dieses Dach da komme, was ein bisschen unfair ist. Für alle, die es nicht wissen, Tony Hawk, den Pro Skater, ne? Da gibt es auch noch eins, das da ist für die PS2, aber nennt sie auch Tony Hawk Pro Skater 2. Und dieses Tony Hawk Pro Skater 2, was für die PS2 vorhanden ist, würde ich mich freuen, wenn jemand mir erzählen könnte, wo ich das vielleicht finden könnte noch. Krieg nämlich nirgends gekauft. Gefunden habe ich noch nicht. Ja. So, 120.000er Bereich bin ich jetzt schon. Und ja, zu sagen, Augenblick. 127.269, das ist natürlich ganz gut. So, und dann die nächste Runde kann ich eigentlich schon auf gut Deutsch mit Absicht verlieren, weil ich die schon den Wettbewerb schon gewonnen habe. Aber dreimal Bestwertung heißt gleich eine Goldmedaille. Haben wir auch bei zweimal Bestwertung, aber ich will einfach nur jetzt noch ein bisschen euch ein paar Tricks zeigen. Das war zum Beispiel der Judo, da streckt man den Bein, das Bein so weit raus, wie es geht. Ne? Oh, scheiße, jetzt bin ich wieder gegen den Tisch gekommen. Sorry, wenn ich jetzt ein Stück wackel. So. Dann gibt es noch diesen Stained Starry, so weiter. Dann Rock'n'Roll. Watchlight. Also es gibt unfassbar viele Tricks. Die meisten kann ich mir schon gar nicht mehr merken. Und hier, die Ecke, da bin ich kaum. Höchstens, wenn ich mal, keine Ahnung, versuche noch irgendwas zu retten. Was soll ich da noch retten? Seid mal ehrlich, was kann man da noch retten? Okay, ich wollte eigentlich da jetzt draufstehen, auf die Stange. Na, ihr seht schon, man braucht eigentlich gar nicht so 100er Bereich. Das ist jetzt nur ein bisschen übertrieben hoch. Aber ich wäre trotzdem wieder mit meinem Punktzahl hochgekommen. Ja, jetzt habe ich eine Goldmedaille und 7000 Geld. Und dann mache ich hier einen Schnitt, Leute. Ich habe jetzt vielleicht gerade 9 Minuten. Sorry, ich habe ja gesagt, das soll eigentlich kurz werden. Ja, kann ja speichern, ne? Und ich glaube, ich fange an, mich so langsam bei Tony Hawk richtig zu bemühen, weil ich habe jetzt, kann ich euch mal zeigen, das Level ist zwar noch nicht frei, oder jetzt doch, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube, das nächste ist jetzt erst New York und dann kommt dieses andere, ja, jetzt bei Kalifornien, da weiß ich jetzt, wie man das Tape kriegt und den VB-Transfer. Die habe ich bisher nicht gewusst. So, aber das sollte erstmal gewesen sein. Tschüss.